Viele haben Miles Davis die Rolle eines Katalysators für den Jazzrock zugeschrieben. Nicht zuletzt deshalb, weil etliche seiner ehemaligen Begleitmusiker in den 70er Jahren eigene Gruppen gründeten, die den Jazzrock entscheidend geprägt haben. Zum Beispiel der englische Gitarrist John McLaughlin und sein Mahavishnu Orchestra. Sie versuchten, die Einflüsse aus den verschiedensten Musikkulturen sowie auch der indischen Folklore oder der Zigeunermusik zu einer Einheit zu verschmelzen. Auch der Keyboardspieler Herbie Hancock war Begleitmusiker bei Miles Davis. Er gilt als einer der vielseitigsten unter den Jazzrockern. Während er einerseits Jazzplatten in mehr oder weniger traditionellem Stil einspielte, versuchte er andererseits Funk- und Disco-Elemente in den Jazz mit einzubinden. Dabei hat er sich oft zwischen die Stühle gesetzt, sodass ihm die eine Seite vorwarf, er hätte sich an die Popmusik verkauft und die andere Seite kritisierte, dass seine Unterhaltungsmusik zu jazzig wäre. Aber dieses Dilemma betrifft eigentlich den ganzen Jazzrock. Hin und her gerissen scheiterten viele der Bands bei dem Versuch, die traditionell akustischen Instrumente des Jazz mit den elektrisch verstärkten Instrumenten des Rock zu verbinden. Eine der beiden Seiten kam dabei meistens zu kurz.